Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Wir entwickeln uns mit jedem Video weiter, würde ich sagen. Ich habe was vorbereitet, beziehungsweise du hast mich auf etwas gebracht. Du bist ja mehr so der Internetmensch, ne? Ja. Für mich ist das ja noch alles neu. Du kennst ja Dinge aus dem Internet, die sind ja für meine Zuschauer und mich total neu. Und zwar in dem Fall jetzt Weselis? Die Weselis. Joshua Weseli ist der Moderator von dem Ding. Da gibt es wohl noch andere Weselis, die sieht man aber nur selten. Okay. Du hast gesagt, was gucken wir denn heute? Lass mal was Lustiges gucken. Ich dachte, ich glaube, ich habe was. Okay, du wolltest den guten Joshua vorstellen. Den gucken wir uns da jetzt nochmal an. Der ist, der macht relativ oft Videos. Da macht er manchmal aber auch relativ lang Pause. Mhm. Manchmal dreht er Kinofilme in der Zeit. Der hat auch so ein... Ist völlig egal. Weselis. Ja. Weselis. Christen sind das? Ja, aber sehr, 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 es ist so eine Freikirche, glaube okay, ich. Das Freikirchen sind keine durchschnittlichen Christen, das sind schon ganz besondere schon die, Christen. Also, denn damit auch jetzt sofort klar wird, warum gucke ich mir das als Cini macht Auge Zuschauer an, Religion und, sag ich mal, so eine extreme Position von Religion, das sind natürlich zwei Dinge, die mich brennend interessieren. Ne? Da steckt ja auch viel Identität dahinter, da steckt letztlich auch viel Schwurbelei hinter. Du hast mir gesagt, die Videos sind schön kurz und knackig. Ich sehe auch, das Erste, worauf wir jetzt gleich reagieren werden, ist gerade mal 2 Minuten 38. Mhm. Und es hat den schönen Titel, ist die Geschichte von Adam und Eva wirklich wahr? Ich erkläre es in 2 Minuten. Das was sind denn die anderen 30 Sekunden? Sehr gut. Und was ich noch sehr gut finde ist, sieht man das hier jetzt? Ist die Geschichte von Adam und Eva wirklich wahr? Aber auf dem Thumbnail hat das richtig geschrieben, aber im Titel nicht. Wahr ohne H. Also ist die Geschichte, ist sie wahr so? War die so? Vielleicht so. Die Sinans Woche-Zuschauer, nicht unbedingt Cini macht Auge, sondern Sinans Woche-Zuschauer von früher, die haben den vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn die auch im Thema drin waren. Der hat nämlich auch so einen Anti-Masken-Film gemacht. Ach nein. Und der war, also die Zukunftsvoraussage, ich glaube 2030 oder so, da müssen alle immer noch Maske tragen. Es gibt, also das, der hat den gedreht, während ne, Pandemie war, hat gesagt, Christentum ist verboten und er ist einer der wenigen Freiheitskämpfer, der sich noch dafür einsetzt, dass er weiter Christ sein darf. Und der Film hat, glaube ich, bei IMDb oder Amazon oder wo der war, glaube ich, die geringste Bewertung bekommen, die man kriegen konnte. Also der wirklich, jeder hat das gedisliked. Okay. Und dann hatte der so 1,0 oder 1,1 Sterne von 5 oder von 10 oder so. Der wahnsinnig schlecht abgeschnitten. Waren ein paar sehr witzige Szenen auch drin. Ich habe nicht den ganzen geguckt. Ich habe nur so eine Zusammenfassung drüber gesehen. War sehr, sehr witzig. Wir fokussieren uns mal auf diese 2 Minuten 38. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich kenne den Typen 2025 nicht. Spielt das Wort gerade aus dem Chat. Ja, gelegt. Völlig egal. Ja. Du musst dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Ich meine, es ist halt lustig, wenn das in 2 Jahren passiert, dann wissen die Leute das ja noch alles. Ist immer ein bisschen dumm. Wenn man Zukunft macht, dann muss man weitergehen. Ja, 2500... Wenn dann du, ist schwierig. Alleine, wenn du 2090 nimmst, dann wird halt keiner mehr sagen, oh, das hast du aber damals falsch. Also, ist ja scheißegal, aber... Ja. Okay, mal gucken. Ich kenne ihn nicht. Wir gucken mal rein. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir reden heute darüber, dass es nur Sinn macht, dass die Geschichte von Adam und Eva stimmt. Und um ganz ehrlich zu sein, der Religion... Sicher. Du glaubst das nicht, oder? Ich finde den Einstieg finde ich schon sehr groß. Ich habe eine Frage an alle Christen und auch Nicht-Christen. Hatten Adam und Eva Bauchnabel? Was? Die haben ja keine Eltern in dem Sinne. Die wurden ja von Gott gemacht. Die kamen ja gar nicht aus der Gebärmutter. Die haben ja keine Nabelschnur gehabt. Ja. Die wurden ja aus Lehm gedrückt. Also haben die Bauchnabel oder nicht? Stimmt, die haben ja keinen Versorgungsschlauch sozusagen gebraucht. Ja. Hm. Und wenn die Kinder... Aber die Geschichte macht Sinn, hat er gerade gesagt. Wenn die kriegen ja Kinder, ne? Mhm. Und sind die ersten Menschen. Ja. Mit wem machen die Kinder? Kinder mit... Sich gegenseitig mit der Mutter? Also ist die Menschheit eine einzige Inzestgeschichte, die aus diesen zwei Leuten so... Du willst sagen, vielleicht ist der genetische Pool, aus dem wir alle entstehen... Ein bisschen. Schwierige Kiste. Wir hören mal zu, was Herr Weseli, demnächst Verweseli... Ja. Ja. Religionsunterricht in der Schule und die Religionslehrerin, die mir damals gesagt hat, dass die Geschichte von Adam und Eva nicht stimmt. Was? Stell dir mal, kennst du bestimmt. Du musst Stopp drücken, wenn du was sagst, ja. Du kennst das bestimmt im Unterricht, wenn du besser bist als der Lehrer. Ne? Wenn du was besser weißt, eher im Religionsunterricht. Da ist da die Religionslehrerin, erzählt was und er ist bestimmt so ein richtiger Streber gewesen. Ihr Frau Dings, das stimmt nicht. Ich hab hier die Bibel, ich hab hier so Textmarker, falsch. Richtiger kleiner Klugscheißer wahrscheinlich gewesen.
damals erstmal verarbeiten. Aber in dem Video. Was? Der muss. Jetzt halt mal kurz die Schnauze. Also, der musste das erstmal verarbeiten. Hör mal zu. Dass die Geschichte von Adam und Eva nicht stimmt. Das muss ich damals erstmal verarbeiten. Aber in dem Video möchte ich dir zeigen, die Geschichte stimmt. Mhm. Weil ich hab mich. Also, ich musste es damals erstmal verarbeiten, dass meine Lehrerin gesagt hat, stimmt nicht. Aber jetzt bin ich älter und weiß, eigentlich hatte ich recht und nicht die Lehrerin. Der 10-jährige Joshua, der wusste das wirklich besser. Ich habe immer gefragt, hey, wenn das eine nicht stimmt in der Bibel, was sagt dann, dass das andere Zeug auch nicht stimmt? Oh, aber oh. Die Bibel stimmt von A bis Z. Der war schon auf der Spur. Ne? Der war so auf der Autobahn der Lügen ist er so gefahren und die Lehrerin hat ihm so eine Ausfahrt gezeigt, ne? Und er hat schon so angefangen so und im letzten Moment. Ich fahr weiter. Nee, nicht mit mir, ich bin doch nicht blöd. Was sagt das über den Rest? Im Buch ist immer so, also entweder stimmt jede Seite oder gar keine. Ohne Scheiß, was ist das für eine Einstellung? So. Nee. Das ist eigentlich so, der hat Angst vor Slippery Slope, ne? Dass ja. So, wenn ein Argument fällt, so, dann fällt alles. Da fällt ja. Er Angst und dann so. ja, okay. Religiöse Menschen, ich liebe sie. Einfach nur geil. Also, ich kenne sonst so viele religiöse Leute, die sagen, naja gut, das ist eine Geschichte und das ist eine gut. Bildsprache und so. Ja. Nee, ist genau so. 100% safe, so, warte. Zeige ich euch jetzt. Ganz vergessen zu sagen, wir suchen noch 4 Personen, die bereit wären, 1.000 Euro zu spenden. Ganz kurz, die suche ich auch. Also wenn du sie gefunden hast, Wesley, gib mal Nummer. Ich erkläre es in 2 Minuten und dann mache ich noch mal 40 Sekunden Werbung, dass sie mir Geld schenken sollen. Okay, weiter. Das Tolle ist, du kannst alles von der Steuer absetzen, weil wir mit einer Stiftung hier in Deutschland zusammenarbeiten. Schreib mir einfach... Ach geil, die... Können wir das auch? Nein. Ja, also es ist theoretisch möglich, aber... Guter Zweck, Spendername, Leute, ja, Leute sind wir. Ey, krass, ne? Das, was du alles als Stiftung und was du alles als gemeinnützig, das ist schon echt interessant. Egal, weiter. Von der E-Mail unten ist meine E-Mail-Adresse drin, dann schicke ich dir die Kontoinformation und wir sind dir super dankbar. Vielen Dank. Warte mal. Wenn wir die Geschichte von... Der hat unten eine E-Mail-Adresse und wenn du spenden willst, musst du erstmal sagen, hallo Joshua, ich möchte bitte spenden und dann kriegst du erst die IBAN. Er schreibt die gar nicht da unten rein. Nee, der will die nicht da reinschreiben. Wahrscheinlich nicht, damit Schindluder nicht getrieben wird oder sowas. Ja, kann ich mir vielleicht vorstellen. Nicht, dass da irgendwie 1.000 Bibeln gekauft und dann seine Adresse geschickt werden. Er sagt, ich habe doch schon 2.000, wo soll ich die dann alle hintun? Ja. Adam und Eva anschauen. Dann können wir ein paar Vorhersagen machen. Als erstes, wenn die Menschheit mit 2 Personen begonnen hat, dann sollten alle Menschen heute einen geringen genetischen Unterschied haben. Mhm. Aha. Ah, und das ist nämlich so, weil guck mal, Orang-Utan und ich, so, die haben ein bisschen andere. Ich habe mehr DNA mit dir gemein als mit Marvin. Also schon gering. Aber wie gering? Gering ist doch so ein relatives Wort. Okay, warte mal, warte. Und wenn wir mit Millionen Menschen gestartet hätten, also plötzlich wären Millionen Menschen da gewesen. Hä, wieso denn? Hä? Wer sagt denn, was ist denn das für eine Annahme? Wieso also denn? Entweder 2 oder 1 Million. Ja. Es gibt Zahlen dazwischen. Das ist so geil. Das ist so eine geile Argumentationslinie. Ne? So, ja, überleg mal, das kann ja nicht sein, weil ich nehme mal dieses absurde Argument. Ja, das stimmt ja auch das nicht. Das stimmt ja auch nicht. Dann muss es ja das absurde Argument sein. Ja, stimmt. Das ist interessant. Ja. Dann hätten wir viel. Was passiert hier? Ich soll was hier rübergeben. Ach so, wir müssen hier was rübergeben. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Klong. So. Klong. Jetzt nochmal, jetzt. Bitte. Oh nein! Das war dumm. Och, Impi. Jetzt bin ich hier. Soll ich einen Lappen holen? Oder da ist eine Steckdose, oder? Ich hoffe nicht. Ja, da hinten. Wie nass hier ist so eine Pappe. Na, die Pappe ist egal. Ist das wirklich egal? Ich kann noch schnell einen Lappen holen. Ja, vielleicht stellst du das Glas nicht wieder auf den Boden. Wie wäre das denn? Auf den Tisch lieber. Ich stell's mal an den Rand. Ich hole mal einfach schnell ein Handtuch. Das ist la 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 live. Passieren die wildesten Sachen, zum Beispiel Streamer rennen gegen Dinge. Ich habe letztens Alpha Kevin gesehen, wie er sich ein ganzes Riesenglas Wasser voll in den Schritt gekippt hat. Geil. Der saß da so und dann wollte er so zur Maus, weißt du? Ja. Und dann plong und dann kippt er sich die ganze, also es war zum Glück oder leider nur Wasser, je nachdem wie man halt drauf ist. Ob man den mag. Ne? Ja. Und dann fing er die ganze Zeit so, nein, nein, oh fuck, oh, ich bin so ein Idiot. Und ich dachte so, ey, chill mal, ist nur Wasser.
Ja. Ja, egal. So, jetzt wieder Konzentration, Fokus da. So, ich bin gespannt. Wir hören was, wir lernen etwas über den genetischen Pool. Viele verschiedene Gene, die überall herumschwirren würden. Herumschwirren? Gene schwirren herum? Hä? Okay. Also ich sehe hier keine Gene fliegen, da gibt's die wohl nicht. Ey, das Argument würde ich auch gegen Gott. Hast du schon mal ein Gen gesehen? Ich nicht. Ja. In der Gegend rumlaufen. Gegen Millionen. So, jetzt, warte. Weil Menschen plötzlich existiert haben. Also zum Beispiel, wenn die Evolution stimmen würde und plötzlich wären überall Menschen entstanden. Aber der hat Evolution gar nicht verstanden. Die entstehen so. Der denkt so, Evolution ist so. Und der nächste so. Ja. Und dann hat er alle auch so ganz unterschiedliche ein Kind Leben. Und dann kommt ein fertiger Mensch raus. Ja. So ein Homo sapiens. Ja, ja. Der denkt so, hey, was ist das für ein komischer Affe? Und dann, so, dann ist daneben so ein Schimpanse und sagt, hey, meine auch. Was? Die sind dann nackt und hä, die ja. Laufen so auf zwei Beinen. Das ist halt geil, wenn du eine Sache widerlegen möchtest, aber die Sachen, die du widerlegst, einfach falsch darstellst. Ja. Das ist natürlich gut. Also, das ist, ne? Wer von uns eigentlich, die Leute, die an Evolution glauben oder die Christen, wer von beiden hat eigentlich behauptet, dass Menschen einfach so Schnips entstehen? Ich weiß nicht. So weiter. Wenn wir nur mit zwei Menschen starten, dann würde das die Vielfalt der Gene heute enorm einschränken. Und wenn die Bibel stimmt und Adam der Vorfahre aller Menschen ist, dann sollte es nur einen männlichen Vorfahren geben. Und die Mitochondria, ich schreibe euch das Wort in DNA, ist... Die Mitochondria, keine Ahnung, Alter, ich schreibe das hin. Das ist eigentlich so wichtig. Ein kleines Stück DNA, das nur von deiner Mutter weitergegeben wird. Alle Menschen bekommen das von ihrer Mutter. Das heißt, dass wir einen Familienstammbaum von allen Frauen dieser Welt machen könnten und am Ende würden wir bei Eva enden. Wenn wir... Was? Warum? Warum musste man den Satz bei Eva enden schneiden? Was ja, das hat denn, ist nur was, das Enden, ne? Was hat er denn da noch falsch gesagt? Also, was ist denn das letzte Wort? Weiß ich nicht, aber ich fand ja, den auch dann geil, würden den Jumper. Alle bei Eva Automobil... Ach, fuck. Enden. So, was? Vielleicht bei Eva anfangen? Anfangen? Dass er also Anfang, Ende, Ende ergibt mehr Sinn. Okay. Allen Frauen dieser Welt machen könnten und am Ende würden wir bei Eva enden. Wenn die Evolution recht hätte, dann sollte das Schluck dann... Schluck auf oder so. Ich hätte nicht mehr zuhören. Würden wir bei Eva enden. Wenn die Evolution recht hätte, dann sollte das ganze Zeug eigentlich nicht unbedingt wahr sein. Warum? Was? Warum? Hä? Wenn es Evolution gibt, gibt es keine DNA oder was? Tiere haben auch DNA. Was? Also wenn es jetzt so zwei Menschen gibt, dann gibt es so ein bisschen DNA, aber wenn es also ganz viele gibt, ja, dann gibt es mehr DNA. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Es ergibt alles gar keinen Sinn. Okay. Und dann, stell dir mal vor, er gibt sich ja Mühe. Die Videos sind 2 Minuten lang und er lernt dann halt diese Wörter nicht. Wenn du so ein Referat machen würdest. 2 Minuten. Und dann sagst du, ja, hey Lehrer, hier gibst du dieses DNA-Ding, ich schreibe das da einfach hin, Mittwoch, ach, keine Ahnung. Ist aber nicht so wichtig, weil es stimmt ja eh nicht. Ja, Mittwoch, ach, scheiß Mittwoch, Alter. Es sind einfach nur 2 Leute gewesen. Okay. Es wird aber noch spannender. Auch die meisten Gene sollten 2 Versionen haben, weil Eva ja von Adam genommen wurde. Ah, warte mal, wenn... Du hast bestimmt mit deiner Rippe die gleichen Gene. Und wenn man jetzt aus deiner Rippe einfach so eine Eva bastelt, dann haben Adam und Eva exakt die gleichen Gene. Und wenn die dann Kinder kriegen, müssten die auch exakt die gleichen Gene haben. Ja. Und dann stimmt's ja wieder nicht. Ja, also dann hätten außer da ist mal irgendwie in den Stammbaum noch so ein Affe mit rein oder so. Aber an sich eigentlich... Hat sich so eine miese Schlange reingeschlichen. An sich wäre das quasi Klonen. Du hast 2 Leute mit gleichen Genen, die kriegen ein Kind, oder? Habe ich das richtig verstanden? Die haben ja, müssen ja auch noch rezessive Dinge haben, aber... Ich kann dem überhaupt nicht folgen. Aber, also... Okay, warte. Sie hat also wahrscheinlich seine Genome bis auf das Y-Chromosom. Aha, okay. Also Gott hat diese Rippe genommen, hat so ein bisschen das Y-Chromosom runtergeschabt und gesagt, Frau, ich hab dich gebaut. Adam hat nur 2 Kopien von seinen Genen. Also kannst du nur 2 Versionen von Genen haben. Und wir können festhalten, dass das genau das ist, was wir in der modernen menschlichen Genetik herausgefunden haben.
Wie wahrscheinlich ist das bitte, dass die Bibel erfunden wurde, das alles schon wusste? Was? Also er sagt quasi, ey, die Bibel ist schon so alt und damals waren alle richtig dämlich. Ja, das kann ja gar nicht sein, dass sich das jemand ausgedacht hat, weil da sind ja Sachen drin, so, also die verstehe ich nicht. Guck mal, und wenn das so alt ist, das muss doch Gott geschrieben haben. Die anderen Leute, die das diktiert bekommen haben, die waren viel zu doof sonst. Versuch das mal argumentativ aufzudröseln. Also, in der Bibel steht nichts von Genen. Ja. Es steht nichts von DNA. Sicher? Das steht ziemlich sicher. Das steht da nicht drin. So. Jetzt geht er hin, nimmt das moderne Wissen darüber, interpretiert jetzt die Bibel so, als würde da ja schon irgendwas von DNA und sowas drinstehen, was da aber nicht drinsteht. Vielleicht steht so ein ähnliches Wort und er hat das verwechselt? Nein, es steht da gar nicht drin. Ja. Und dann sagt er so, ja, mal guck mal, wie wahrscheinlich ist das, dass die schon recht hatten? Hä, das steht da gar nicht drin. Ja, also es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, was er redet. Das ist doch voll merkwürdig. Du kannst doch nicht sozusagen die hatten damals schon recht, die Menschen im Mittelalter, weil die haben ja das gesagt, was heute so ungefähr so unserer Krebsforschung entspricht. Und denkst so, hey, Moment. Ja. Aber er macht das oft. Also ich habe ja schon mehrere Videos von ihm geguckt. Er bringt oft so Fremdwörter, die er dann falsch oder gar nicht ausspricht. Und erzählt irgendwas von, ey, guck mal, das ist ja alles übelst dumm. Und es wirkt halt jedes Video so, als hätte er das, was er widerlegen will, gar nicht verstanden. Ja, guck mal, du kannst. Und sagt dann, ey, ihr seid übelst intelligent, so wie ich. Ja. Und diese ganzen Fakten hier, die ich nicht kapiert habe, so, die sind übelst dumm. Oder lass mal lieber Bibel lesen, die stimmt. Ja, guck mal, also heute ist ja so die ich glaube, so eine der Theorien ist doch so, dass das Universum so eine Urknalltheorie. Ich meine, es gab jetzt auch schon wieder neue Theorien, aber Urknalltheorie, jetzt könnte man ja sagen, ja, guck mal, in der Bibel steht, dass der so in 7 Tagen so die Welt gemacht hat, ne? Mhm. Und das ist ja ungefähr das, was eigentlich ein Urknall ist, so. Du fängst erstmal an so mit Materie und aus dieser Materie und so und am Ende hast du noch Photonen, also Licht, ne? Und wie unwahrscheinlich ist denn das, dass die einfach erfunden haben? Das ist ja im Prinzip die Urknalltheorie, die in der Bibel steht. Also ist das der Beweis, dass die Bibel recht hat. Aber Gott ist halt auch echt ein komischer Typ, so. Der braucht 7 Tage. Aber am 7. Tag macht er die ganze Zeit Pause. Er ist am 6. eigentlich schon fertig, aber sagt, ich brauche schon 7. Ich muss, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, muss ich nochmal Pause machen. Das ist aber Arbeitszeit. Und er macht das Licht erst ganz am Ende an. Der baut das alles und wenn er fertig ist, jetzt Licht. Echt war es am Ende mit dem Licht? Es werde Licht, kommt doch am Ende. Das ist doch irgendwie 6. Tag oder so. Okay, das würde einiges erklären, dass er erstmal 6 Tage im Dunkeln gewerkelt hat. Ich mach mal so eine Erde und ich mach mal so Menschen. Und dann Licht so, wäre ganz gut. Weißt du, und dann macht er so Knips und dann sind da überall Menschen. Und er so, ach du Scheiße, was hab ich eigentlich? Ach du, oh nein. Oh, jetzt erstmal einen Tag Pause, glaube ich. Oh, ich brauch erstmal einen Wodka und einen Tag Pause. Jungs, stell ich dem Chef in Rechnung. Ich hätte das Ding vorher mal anmachen sollen. Das ist ja, das kommt oh Gott, jetzt, Menschen. Kommt Joshua dabei raus. Jetzt ist, oh nee, Joshua. Ich. Das war ein bisschen komplizierteres Thema heute. Du kannst gerne. Also weglachen, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Auf unserem Kanal noch andere Videos schauen, die nicht ganz so tief in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge reingehen, aber ich. Nach 2 Minuten! Er ist halt gar nicht in Wissenschaft reingegangen, er hat so ein paar Wörter gesagt. 2 Minuten Video. Mitochondriale, ach, wie auch immer das heißt. Das ist auch geil, weil das ist so. Also, wenn er jetzt für eine Freikirche spricht oder spricht für irgendwie sehr radikale oder, keine Ahnung, fantastische Christen oder so, wenn die für die schon so 2 Minuten Vortrag mit 3 Fremdwörtern, wenn das für die schon so höhere Materie ist, ne, dann, ich weiß nicht, spricht nicht so ganz für die Community, oder? So. Ja, wir haben halt immer so viel zu komplizierte Lösungen. Wir haben halt die einfachen, die funktionieren. Ja, ja, aber ich finde das so süß irgendwie. Das ist so, ja, und Leute, ey, ich habe euch mal voll die komplizierte, ich weiß, jetzt Kopf tut wahrscheinlich ein bisschen weh. Entspannt euch jetzt, heute ist, ne, morgen ist auch 7. Tag, macht mal ruhig und so. Ich weiß, wir haben nur 3 schwierige Wörter gelernt. Das spricht doch überhaupt nicht für deine. Ja? Das ist. Du kennst doch bestimmt so ein paar Biologen. Kannst du die mal fragen, ob das stimmt mit denen? Ja, ich frage sie mal. Oh, ich kenne da eine. Ich kenne eine. Warte mal, meinst du so, diese Fische, die gehen an Land und werden Menschen? Waren Adam und Eva Fische vielleicht? Ja, Transfische. Das wäre mal ganz interessant für die Leute, die sich dafür interessieren. Es ist geil. Das ist, hast du das gehört? Das ist ganz interessant für Leute, die das interessiert. Ja. Was ist denn der Satz? Hör mal zu. Tief in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge reingehen, aber ich dachte, es wäre mal ganz interessant für die Leute, die sich dafür interessieren.
Das der zweite Satz, es war halt auch ein Cut, den hätte er auch weglassen können. Es ist ganz interessant für Leute, die es interessieren. Dieser Stream ist im Übrigen perfekt für Leute, die diesen Stream perfekt finden. Ja. So, aber ich bin auch hübsch für Leute, die mich hübsch finden. Ja. Das, also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Weisheit. Okay, lass mal noch eins gucken, oder? Ja, da geht noch ein bisschen was. Welches ist denn besser, das mit den Dinos oder oh, nee, das LGBTQ? Das könnte ein bisschen, das könnte, vielleicht erwischt er uns jetzt. Oh, vielleicht, vielleicht kriegt er uns jetzt in seine Kirche. Also Video heißt, LGBTQ macht keinen Sinn. Dir wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass du gegen die bist, ne? Ja. Welcher ist der schlimmste Buchstabe? Ja, T und B in der Kombi finde ich geil. Ich, T und Q, ne? Meinst du? Stimmt. Nee, warte mal. T kann doch auch zu non-binär sein. B und Q sind die witzigen. Weil ich B weiß ist nicht. B, 2 und Q ist halt ganz viele. Ja, Q ist queer. Aber trans ist ja auch, also manche sagen ja auch von Mann zu non-binär oder non-binär zu Frau, und also mehrere. Non-binär hat gar keinen Buchstaben übrigens. Könnte das LGNTQ werden, dass das B quasi negiert wird? Aber dann würden die N und B ja die ganze Zeit kämpfen. Ja, aber vielleicht gewinnt SN einfach. Also bei ihm ist auch schon, wie bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, ich sehe das jetzt zum zweiten Mal, dass das T nach vorne rutscht. Wir kennen alle LGBT, ne? Ach so, aber das ist LGTB. Das habe ich bisher nur bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gesehen, dass das T einfach das B überholt hat und vorne ist. Ja. Und da fehlen IA. Man sieht es immer anders, ne? Mal ist IA, mal ist noch zwei S dahinter, aber nur in Amerika, heißt weil das darf man nicht. Und TLGBQ? TLGBQ. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht LTBG ist, damit das G so nach hinten rutscht, weil G sind halt nur Männer. Ja, letzte. Eklig, das letzte. Oder? Kann schon nach hinten. Männer sind das Letzte. LGBT, LTBT, oder will man einfach Plus, die Plus-Community. Ach nee, das Plus-Community fand ich auch cool. Ah, aber die Plus-Size-Community ist ja eine andere. Ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich habe Freunde, die gehen sehr, sehr oft zu so CSDs und ich habe die gefragt, ey, was ist der nächste Buchstabe, der reinkommt? Könnte es P sein für pansexuell? Mhm. Er hat gesagt, es gibt so eine andere Sexualität mit P, die wollen da manchmal rein, aber die anderen wollen die nicht dabei haben. Oh, okay, okay. Voll exkludieren. aber gut, jetzt, warum das Video kritisch sein könnte, ist ja, genau, es wird ja mir, und ich ziehe dich jetzt einfach mit in den Abgrund, dir ja auch vorgeworfen, dass wir manchmal so ein bisschen LGBTQ kritisch, IA. Feindlich, also ich würde davon nichts bestätigen, aber es wird uns vorgeworfen. Ja. Ich glaube, weil wir einfach so ein loses Mundwerk haben und auch mal einen Witz machen. Mal einen flotten Spruch und sowas. Und ne? Da muss ich immer wieder an die... Also wenn die da irgendwie die umbringen wollen würden, dann würde ich auch sagen so, wow, ist jetzt ein bisschen zu weit, das muss jetzt aber auch nicht sein. Ne? Echt? Also dann erst? Dann, ich würde auch vorher schon, aber egal. Ich auch. Ich hab da ja so ich war bei so einer Drag-Show und ich fand es total erfrischend, dass selbst die dann auch so drauf waren, so, ey, wir machen einfach mal Witze, machen Witze über uns selber und so. Alle waren halt mega entspannt, hatten am Ende einen lustigen Abend und keiner war so feindlich drauf. Da dachte ich so, boah, das ist so the way to go für mich, ne? Also, weißt du, was die Geschichte von Drag ist? Nee. Ja, Frauen durften halt nicht auf die Bühne und man wollte die darstellen. Ach krass. Das ist ähnlich wie Blackfacing eigentlich. Das ist, glaube ich, doch aus dem alten Griechenland oder so. Da haben wir gesagt, eine Frau ist halt Hausfrau. Ja. Aber man kann halt irgendwie ohne Frauen das Leben schwer abbilden. Dann ziehen die Männer halt ein Kleid an, dann sind die halt die Frau. Ja, gut, aber das ist ja heute nicht mehr. Bisschen lange her, aber. Ja, es hat ja damit nichts mehr zu tun. Darum geht's ja. Also, zumindest die Show, die ich gesehen habe, darum geht's nicht. Ja, ja, das hat bestimmt nichts mehr damit zu tun. Also, ich habe schon mal eine Frau auf einer Bühne gesehen. Bin mir relativ sicher. So. Dann gucken wir mal, was er in dem Video sagt, ob er uns jetzt für seine Sache gewinnen kann. Warum geht denn das nicht? Geht nicht. Wie kannst du schwul oder lesbisch oder bi sein, wenn es gar keine Geschlechter gibt? Was? Hä? Wieso sollte es keine Geschlechter geben? Ah, er sagt wahrscheinlich, oh, der sagt vielleicht mit dem Q, das widerspricht den anderen oder so. Okay, wir hören mal zu. Wir lassen mal ein bisschen mehr laufen. Bevor wir starten mit unserem heute ein bisschen sensibleren Thema, wir bringen bald einen Weihnachtsfilm raus. Also momentan sind wir noch in der Pre-Production. Im September werden wir den produzieren und er wird im November rauskommen. Und unser Ziel ist es, 10 Millionen Menschen dieses Weihnachten zu erreichen mit der guten Botschaft. 10 Millionen? Und das können wir aber nur schaffen, wenn ihr uns unterstützt. Der guten Botschaft. Ja, also der fragt jedes Mal am Anfang erstmal nach Geld, ne? Wir sind momentan dabei, 15.000 Euro zu sammeln.
Eben Tausende, jetzt 15.000. Das kennst du doch noch aus einer anderen Community, oder? Ey, ganz kurz. Ist das ein Scam? Ich weiß nicht. Also, wie heißt das Wort? Larpen? Larpen? Meinst du, er tut nur so, als ob er Christ ist? Larpt er einen Fundamentalchristen so? Tut er so? Und weil er weiß, da gibt's Cash zu holen? Dafür macht er das halt schon echt lange. Ja, wenn's. Und er ist da schon gut, into, glaube ich. Ja, aber wenn es regelmäßig gut Cash gibt. Weiß ich nicht. Ich bin ja auch irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ich habe auch erst gedacht, die Schwurbler würden das für Geld machen. Boah, bei Wendler auf keinen Fall. Das habe ich so oft gelesen und es ergibt einfach keinen Sinn. Der hatte so gute Deals am Laufen und hat die alle gesprengt mit dem Scheiß. Und Leute sagen dann, oh, jetzt will der Geld, jetzt erzählt er hier so Quatsch und denkst, nee, Alter, der hat seine Werbedeals mit allen verloren. Das war richtig, richtig dumm, wenn das nur für Cash gewesen wäre. Du musst mich auch ein bisschen ausreden lassen. Ja. Ich bin da auch zu dem Trichter gekommen. Ey, halt's Maul, wirklich. Dass die das nicht für Geld machen. Das war eine lange Zeit, habe ich das auch gedacht, dass die das für Geld machen, bis ich dann wirklich mich noch mehr damit beschäftigt habe. Und weißt du, was mich viel schlimmer ist? Menschen, die Überzeugungstäter sind, also Täter, ist ein böses Wort, aber die etwas aus Überzeugung machen, sind viel dramatischer als Leute, die das für Geld machen. Weil für Geld, dann würdest du irgendwann doch anfangen zu überlegen, ey, ah, mein Ruf, lohnt sich das? Oder ich denke mal lieber jetzt so wie so ein Wendler, vielleicht jetzt kurz Kohle mitnehmen, aber dann komplette Karriere im Arsch und so. Nee, lieber nicht. Leute, die aber all in sind, was Überzeugung anbelangt, die ziehen durch. Deswegen, ja, bei dem Typen wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich zieht er auch durch. Auch bei so einem Alex Jones oder so, ne, der hat das 20 Jahre gemacht, ne, und der hat halt richtig hart Rückschläge bekommen. Mhm. Das wäre total dumm, das fürs Geld zu machen. Und auch sonst, du weißt ja, wie viele Fanatiker und so es gibt. So, es gibt ja Leute, die sterben für ihre Sache. Das wäre ja ziemlich dumm, für Geld zu sterben. Das ist schon dämlich. Das wäre schon nicht. So. Also, wenn du das machst, ne? Also du kriegst 100 Millionen, aber du stirbst halt dabei. 100 Millionen? Okay. Ich tut's. Aber du weißt, du stirbst dabei. Ja, aber 100 Millionen. Okay, mal gucken. 5.000 haben wir schon. Wir suchen also jetzt 10 Personen, die bereit wären, 1.000 Euro zu geben. Wieso suchen wir immer 1.000 Euro? Warum nicht 100 Leute, die 100 Euro geben? Warum müssen denn 10 Leute 1.000 geben? Hä? Wir brauchen 10.000, aber das muss auf jeden Fall, also das muss in gleich großen Größen. In abgepackten Koffern bitte und stellt die uns an die Adresse. Es müssen 10 Leute sein, die kein T und kein B und kein Q sind. So. Das ist wie bei deinem Kanal, nur halt, das ist halt die 1.000-Euro-Challenge. Das ist die 1.000-Euro-Challenge. 1.000 Euro und eine Xbox. So. Wir gucken. Weil mit den 15.000 Euro haben wir ein Fundament gelegt. Wir können den Film auf jeden Fall produzieren. Und jeder Euro, jede Spende, die dann noch kommt, wird den Film viel professioneller machen. Aber wir brauchen diese 15.000 Euro. Deswegen, wenn du dich berufen fühlst, die Botschaft von Weihnachten wieder in Weihnachten. Jetzt sind es 15.000 Euro wieder. Nein, der hat die 10. Achso. Er hat schon 5, oder wie? Nein, er hat 10, hat er eben gesagt. Nee, er hat schon 15.000. Hä? Jetzt braucht er 15.000, hat er gesagt. Und dafür braucht er 10 Leute die 1.000. Also hat er 5.000 schon, oder? Na, er hat eben gesagt, wir haben die 15.000. Aber wofür? Für seinen Weihnachtsfilm, seinen Maskenfilm, der sah halt aus wie mit dem Handy gefilmt. Wozu brauchst du Geld dafür? Wissen wir nicht. Lass uns mal nicht. Also die Finanzierung von dem ganzen Dude ist irgendwie ziemlich dubios. Zu implementieren, uns helfen, Millionen von Menschen zu erreichen mit Gottes Botschaft, dann darfst du mir gerne unten eine E-Mail schreiben, da steht meine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir die Kontodaten zu und du bist ein ganz großer Teil von unserem Film. Es wäre unglaublich. Vielen Dank, schreib mir einfach eine E-Mail. An alle anderen, die keine 1.000 Euro spenden wollen. Jetzt bin ich gespannt. Ab 500 gibt es bei uns eine Spendenquittung, deswegen schreibt mir gerne dafür. Alle anderen, ihr könnt gerne über PayPal spenden. Jeder Euro hilft uns. Unten ist der PayPal-Link. Jeder Euro hilft uns aber am besten 1.000. Also erstmal gehst du an die 1.000, ne? Hm? Ja, du willst an die dicken Fische. Die anderen so, ja, ist ganz nett, macht mal über PayPal. Ach, 500 könnt ihr auch gerne hier hinlegen. Aber ja, ich überlege gerade, was könnte das für Sinn, also das wäre so, ja doch, das ergibt Sinn, wenn du schon sagst, du willst richtig auscashen, weißt du, dann wirst du halt hingehen und sagen, ja, Kleinkram, Kleinvieh und so macht auch Mist, ne, aber eigentlich will ich wissen, wer ist da draußen, wer richtig Cash hat, und dann will ich auch nicht, dass ihr einfach überweist, ich will eure E-Mail-Adresse, ich will euren Kontakt.
Ich will Kontakte zu Leuten, die viel Geld haben. Mhm. Das ist ein bisschen, man könnte sagen, es ist ein bisschen ekelhaft, aber es ist auch ein bisschen clever. Also ich könnte bei Sinas Woche ja auch sagen, ey, super wichtig, so Leute, die richtig viel Geld haben und diesen Kanal unterstützen wollen, so, ey, meldet euch bei mir, ist super wichtig, so, mhm. Ja, damit, weil ich nur an die Leute ran will, die möglichst viel Geld machen. Ich bin so doof, ne, ich mach's immer genau andersrum. Ja. Ich sage immer so, ey, lass es doch voll auf viele Schultern verteilen, jeder halt irgendwie einen Euro, weil ein Euro tut keinem weh und so, ne. Mhm. Ja, der macht's clever, der Typ. Aber auch macht eklig. Das wer? Weiß ich nicht. Weil, ach, stimmt das mit den Spendenquittungen ab 500 Euro und sowas? Also, kenne ich mich nie aus, ich bin ja nicht gemeinnützig. Aber was ist das überhaupt für eine Gemeinnützigkeit, dass der sagt, wir machen hier so einen Weihnachtsfilm? Ich glaube leider, dass so, das geht? Dass so religiöse Sachen dürfen das. Ja. Ich mache Weihnachten. Okay. Egal, komm. Liest, dann siehst du, dass das Buch immer wieder von Mann und Frau redet. Weil interessanter Fun Fact, das Einzige, was ein Mann und eine Frau nicht alleine können, oder nicht Mann, Mann und Frau, Frau, ist Kinder kriegen. Fortpflanzung. Also ja. Ist was? Fortpflanzung. Und ein Mann und eine Frau. Wenn du nicht ständig reinredest, dann kannst du ihm auch zuhören. Ich wollte raten. Ja. So. Frau, um uns fortzupflanzen. Also die Natur sagt damit eigentlich, dass Mann- und Frau-Beziehung das Ideal ist. Oh. Großer Denkfehler. Er sagt jetzt, weil die keine Kinder miteinander kriegen können, ist das falsch. Und was ist, wenn eine Frau in Wechseljahren ist, sagt man, ist ein Bumsverbot jetzt. Geht ja eh nicht mehr. Bumsverbot. Du nicht mehr. Ja, das ist so dieses Ideal. Warum Ideal? Ja, das wären also, doch viel zu viele, wenn das jeder machen würde. Weißt du, was das Problem? Er hat ja mit der Kernaussage, die stimmt ja. Nur Mann und Frau können Kinder kriegen, das stimmt. Ja, aber das ist ja gut, wenn nicht jeder Kinder kriegt. Ja, das auch noch, das war, da steckt sowieso noch gar nichts mit Ideal drin. Ja, also nee, wenn ich mir, ich glaube, diese Bonobo-Affen. Der beobachtet halt was und sagt, die Gruppe hier ist die gute Gruppe. Ja, warum? Also die Bonobo-Affen, meine ich, habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das der neueste Stand. Die bumsen auch so für Stressabbau. Ja. Gar nicht so, um jetzt Kinder zu kriegen. Die machen auch so, die sind auch so ein paar bisschen so gay und lesbisch. Und so, die machen alles Mögliche. Halt so ein bisschen. Weiß cruisen nicht, halt, ne? Ja, die cruisen halt im Park, so, sehen so aus wie wir. Ja. So, und dann sagen die, oh, mega Stress, hast Bock, ja, komm. Und gar nicht so, ja, oh, wir sind das Ideal, wir kriegen jetzt Kinder und kümmern uns jetzt irgendwie 20 Jahre um den Nachwuchs. Nee, manchmal einfach nur ein bisschen Druck von der Flinte nehmen. So. Es gibt doch aber voll viele schwule Tiere. Ja. Und wenn du jetzt bedenken würdest, Sex gibt's nur für Kinder kriegen, dann sind wir irgendwie, also wir sind jetzt schon viel zu viele, aber dann wär's ja noch mehr. Und das ist ja ganz gut, wenn ein paar Leute unfruchtbar sind oder halt irgendwie schwul und die adoptieren dann die Kinder von den anderen, die die nicht haben wollen und so. Ja, also du argumentierst jetzt letztlich sogar so rational, das kann man auch, du kannst jetzt auch sagen, ja, du kannst dann so sagen, ey, ist ja auch gut so, dass es so ist. Aber du kannst es sogar ja auch anders sagen, also gibt es irgendeinen Nachteil, wenn Menschen oder Tiere oder irgendwie gleichgeschlechtlichen Sex haben. Also gibt es einen Nachteil. Man kann halt sagen, die haben dann die Latte nicht mehr und die war eigentlich für wen anders bestimmt. Dieser Typ, der hat einfach die Latte leer gesaugt, die eigentlich, da war ein Baby drin. So verschenktes Potenzial. Ja, genau, aber ja. Die sagen ja auch so Hardcore-Christen immer bei Abtreibung so, dass das ist ein potenzielles Leben, was da verhindert wurde. Aber in jedem Kondom ist es ein potenzielles Leben, was verhindert wurde. Und selbst wenn nicht, ja, wenn du einfach nicht bummst und die Samen einfach absterben und irgendwann rauslaufen oder so, das ist. du hast auch Wichsverbot, die laufen einfach so raus und so, nein, aber Millionen viele, von Kindern alle tot. Wenn bei jedem Schuss, wenn du mit jedem Schuss ein Kind zeugen würdest, wie viele Kinder kann ein Mann denn dann in seinem Leben zeugen? Ja, irgendwie ein paar Tausende, oder? Ja, mehr. Das ist ja völlig bescheuert. Also, auf jeden Fall. Also wir sollten ja ungefähr so. Zwei Personen kriegen zwei Kinder im Schnitt und vielleicht ein paar mehr, falls welche draufgehen. Ja. Ja, und dann kann man sich ungefähr die Waage halten. Ja. So, und wenn man jetzt aber sagt so, ja, jeder bumst halt einfach 20 Kinder raus oder so, sollen die denn alle hin? Also dann finde ich eigentlich jeden Schwulen und Lesben ganz gut. Die haben ja, mega man Fun. Hat doch genug Zeit. Wie lange kann man denn Kinder kriegen? Weiß nicht, so ab 16 frühestens sollte man vielleicht noch nicht, aber ab da geht's so ungefähr, ne? Und dann kannst du das noch bis 40 oder so. So,
Also wie viele Kinder willst du denn da zeugen in der Zeit? Das wäre ja schlimm, wenn nur das quasi das ständig nur das Ideal, voll der High-Performer. Ne? Ja? Wenn man nur so, oh, das Ideal, wir müssen sofort Kinder kriegen. Nee, chill doch mal, hab doch mal ein bisschen Spaß, Kollege. So, mal gucken. Also da würde ich ihm direkt mal widersprechen, das hat nichts mit Ideal. Vor allem auch eine schwangere Frau kann ja auch mit einer anderen schwangeren Frau 9 Monate lang rummachen und die bleiben ja genauso schwanger wie vorher. Ist total. Ist eigentlich egal, wer die bumst. Das mit den Kinderkriegen funktioniert ja genauso weiter. Okay, so jetzt weiter. Weil sonst hätten wir bald keine Menschen mehr. Wir haben bald keine Menschen mehr. Ich glaube, die Sorge ist ziemlich unbegründet. Junge, ich glaube. Kannst du die Kurve mit der Weltbevölkerung angucken, obwohl es Schwule gibt. Ja. Ich glaube, die letzten 100 Jahre gab es die ganze Zeit kontinuierlich immer hier und da so ein paar Schwule und die Weltbevölkerung nach oben. Und das mit der Verhütung, ne? Ist ja auch erst so seit, keine Ahnung, ich weiß es jetzt gar nicht. Also es gab immer schon sehr ziemlich fantastische Methoden zu verhüten. Schweinedarm und so, ne? Genau, aber jetzt so diese massenhafte Herstellung von Kondomen, die massenhafte Herstellung von Antibabypille und so weiter, die gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Und seitdem ist aber die Bevölkerung trotzdem weiter gestiegen. Das heißt, vielleicht liegt es daran. Ja, nee, man merkst du, das Verhindern hat ja angeblich, hat ja überhaupt gar nicht dazu geführt, dass irgendwie weniger so. Jetzt so und die Leute bumsen halt nur mehr jetzt. Ja, stell mal vor, wir haben so Verhütung erfunden und du siehst so in der Weltbevölkerung, oh nein, was haben wir gemacht? Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, bald sind alle Menschen tot, alle verhüten. Schnell wieder verbieten, ja. Ist ja überhaupt nicht so. Aber wie viele Länder auf der Welt gibt es, die sagen, fuck man, in den nächsten 10 Jahren gehen uns die Menschen aus. Wir haben zu wenig Menschen, wir brauchen jetzt viel mehr. Niemand, oder? So, mal gucken, wie der ist echt gut, ich mag den. Das ist geil. So, warte, jetzt versuchen wir mal, ihm ein paar Sätze mehr rausdrücken zu lassen. Reden wir aber über Transgender. Es ist ein sehr sensibles Thema für viele Menschen. Aber wenn du darüber nachdenkst, Transgender setzt fixe Geschlechter voraus. Wenn ich ein Mann bin, denke aber, dass ich lieber eine Frau wäre, dann habe ich also die Idee, was ist ein Mann und ich habe eine Idee, was ist eine Frau. Weil ich muss ja wissen, was der Unterschied zwischen den beiden, auch wenn es um die Umwandlung, also die Operation geht, dann muss ich wissen, was ist eine Frau und was ist ein Mann. Und nicht nur geschlechtlich, also im Körper, sondern auch geistlich. Wenn Geschlechter nicht... Geistlich hat er gesagt. Geistlich? Ne, aber also auch das, redet ja wieder über ein Thema, was er gar nicht verstanden hat eigentlich, oder? Ja, gut, er wirft jetzt halt, also redet er jetzt über Gender oder redet er über biologisches Geschlecht? Ich habe auch gehört, Transgender soll man nicht sagen, man soll transident, ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wenn er, also geht es um Identität oder geht, also es geht um Umwandlung, glaube ich. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er das akzeptiert, wenn jemand jetzt sagt, ich bin eine Frau und noch nicht operiert ist oder, also ob er die Operation voraussetzt, um zu sagen so, vorher geht nicht. Also ich denke mal, er mag die alle nicht so besonders, aber also weiß ich nicht, was? Also was redet er? Keine Ahnung. Wir er hat es nicht verstanden, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich fällt dir noch nicht ein hartes Urteil. Wir gucken mal weiter. Nicht spezifisch wären und sozusagen einen flüssigen Übergang hätten, dann würde Transgender eigentlich keinen Sinn machen. Und interessanterweise ist das momentan bei denen so ein bisschen ein innerer Fight zwischen... Na gut, da hat er sogar einen Punkt. Ne? Er hat das mitbekommen, dass da so ein bisschen... Da wird gekämpft, ja. Wird gekämpft und da kann man natürlich gut Punkte machen. Und natürlich, wenn du sagst, das Ganze ist ein Spektrum, dann stellt sich schon die Frage, zu was transitiert man dann eigentlich? Von was zu was? Aber du kannst ja auch, wenn du so einen Strahl hättest, der von 0 bis 100 geht und sagen, das ist ein Spektrum und sagen, ich will bitte von 90 zu 10. Ja. Das ist ja auch eine Transition. Ja. Und sagst, na, aber man könnte ja auch noch doller in eine Richtung oder so. Aber dann wäre ja... Ich will gerne an die andere Seite von der Mitte kommen oder sowas. Aber dann, Moment. Aber wäre dann, du hast jetzt gerade die Mitte ins Spiel gebracht, wäre dann eine 80% Frau, die zu einer 90% Frau wechselt, also sich irgendwie noch weiblicher macht, wäre das dann auch trans? Ich weiß nicht. Oder ist trans nicht immer der Schritt über die... Also eine Brustvergrößerung macht dich... ja, ich glaube nicht, aber... Ja, aber verstehst du? Ja. Du kommst zu einem logischen Problem, weil wenn du sagst, ja, es muss ja nicht jetzt von... Ja, aber irgendwo wolltest vielleicht du... Vielleicht zählt es nur, wenn die... Guck mal, du wolltest gerade irgendwo, wolltest du eine Linie einzeichnen. Du hast, auch wenn du ein Spektrum hast, also wenn du ein ganzes Spektrum hast, dann kannst du nicht transitieren. Ich glaube, es geht darum, dass du einen großen... Transitieren? Transitionieren. Transitionieren, so.
Ich glaube, er meint einen relativ großen Sprung machen, bei dem man die Mittellinie überkreuzt. Das ist so eine vage Formulierung. Die, aber du musst. Ich weiß, was du meinst, aber die Formulierung, ne, du packst das in ein Wort, aber die Formulierung ergibt keinen Sinn. Aber auch das. Ein großer Sprung, der die Mittellinie überspringt, was? Was soll das heißen? Ja, das wäre ja, wenn man zwei hätte, aber. Ach so. Man kann ja so, also er hat ja geschlussfolgert, wenn man von einem in ein anderes wechseln kann, dann muss es ja nur zwei geben. Das ist ja Quatsch. Nö, das kann ja auch 60 geben und ich sage, ich gehe von Nummer 53, gehe zu Nummer 13. Ja, das wäre aber dann kann die Frage. Auch sein. Ja, deswegen mag ich ja so gerne diese Analogie mit dem Spektrum, ne? Das wären dann ein diskretes Spektrum. Das heißt, du hättest diskrete Spektrallinien, klare Linien, ja? 60 Stück. Dann kannst du sagen, es gibt einen Übergang von dem zu dem. Wenn du aber ein kontinuierliches Spektrum hast, dann kannst du das nicht. Weil dann gibt es nicht, ich wechsle den Zustand von da nach da. Also vielleicht ist es ein Wortproblem und die meinen eher sowas wie Genres und du kannst aber auch Crossover-Genres und du kannst auch eigene und du kannst ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Genau, und hast du mal mit Menschen über Musikgenres gesprochen? Also es gibt da wahrscheinlich wenige, die sagen, es gibt nur Klassik und Rock, der Rest ist nicht, den gibt's nicht. Ja. Und hast du mal mit Leuten gesprochen, die, weil da kenne ich mich sehr gut aus mit Musikgenren, ja? Und das ist total geil. Das ist ständig die Diskussion gestern, ja, das ist kein Progressive House, das ist Tech House. Das ist in jedem Genre, glaube ich. Ja, und dann hast du, das ist kein Trash Metal, das ist Power Metal. Nein, Mann. Ja. Und dann merkst du, okay, Moment, selbst wenn du das jetzt mit so Wortkategorien aufdröseln willst, es funktioniert nicht. Mhm. So, und bei Geschlecht, deswegen ist ein Punkt, wo man sagen muss, ja, was genau meint man? Und, ne, also bevor man mir jetzt wieder irgendwie Transfeindlichkeit unterstellt oder irgendwas, ne, ihr seid, also diejenigen, die das machen sowieso nur merkwürdige Menschen auf Twitter, aber bevor man diesen Vorwurf erhebt, ja, ich sage noch gar nichts, ich stelle logische Fragen und kriege darauf keine Antworten, mehr nicht. Ich will es ja verstehen. Bis jetzt konnte mir niemand dieses Spektrum schlüssig erklären, weil ich jedes Mal einfach nur eine zwei Fragen stellen kann und dann wird halt irgendwann werden sie wütend, kriegen Schaum vor den Mund und weiß nicht, weil die rotiert im Kreis. Das war's. Die sind ja so drauf, dass sie ja sagen, eigentlich weißt du die Antwort und du stellst die Frage nur, um dich naiv zu stellen und mich damit zu ärgern. Genau, du stellst dich nur dumm, du willst dich nur dumm stellen. Aber Thilo Jung finden sie dann geil alle, ne? Weil der macht das bei den richtigen Leuten. Ey, dieses dumme Fragen stellen, ne? Wenn dich sehr simple Fragen derart aus der Reserve locken, dann kann es vielleicht daran liegen, dass du argumentativ einfach nicht gut aufgestellt bist. Es ist ein bisschen wie so ein autoritärer Lehrer, der einfach sagt, hier ist das Buch, du lernst das auswendig, bald Klassenarbeit. Ja. Und wenn du sagst, darf ich Rückfragen stellen, er sagt, nee, hier ist doch die Lösung, lies die einfach. Die wollen quasi, dass du auswendig lernst. Genau. Und wenn du das dann nicht ganz verstanden hast, ja, du hast halt nicht genug Bildung, du bist halt einfach dumm, du bist halt nicht so schlau wie ich. Und weißt du, warum es ihnen so triggert? Es würde eigentlich allen Gruppen helfen, weil man einfach sagt, ey, frag mich halt und ich erkläre dir das ein bisschen. Solange du irgendwie wirklich wissbegierig bist, sollte da echt gar kein Problem drin sein. Weißt du, warum ihn das triggert? Hm? Weil jetzt so eine andere gläubige Ideologie ankommt, sagt, das ist es. Und er sagt, hey, nein, ihr sollt meine Sache glauben. Der glaubt halt an Adam und Eva und leugnet Dinosaurier. Und jetzt kommt er und sagt, ey, die anderen, die reden schon ganz schön Quatsch. Wahrscheinlich gleich zieht er noch die Wissenschaftskarte, weißt du? So, glaubt irgendwie, es gab keine Dinos und an den Genpool von zwei Menschen. Aber das ist wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen. Wenn das gleich kommt, ey, dann... Aber mal gucken. Vielleicht. L, G und B und dem T. Warum? Weil wenn das T recht hat und das unsere Zukunft wird, dann gibt es bald keine Geschlechter mehr. Aber dann existiert noch L, G und B. Nee, das ist das Q. Ja, ich weiß nicht. Eben hat er das lang und breit erklärt, dass das T heißt von 1 und 2 hin und her. Und jetzt sagt er, aber wenn man hin und her kann, dann gibt es 1 und 2 gar nicht mehr. Er meint dieses kontinuierliche Spektrum. Er meint Spektrum, Q, ne? Ja, Q meint er, queer, gibt's nicht. Keine Ahnung. Aber wobei das ja auch immer mehr Geschlechterrollen sind. Aber ist ja auch egal, mal gucken. Ja. Wie kannst du schwul, lesbisch oder bi sein, wenn es eigentlich nur noch ein Geschlecht gibt? Sogar Feministen sind momentan ein bisschen beunruhigt. Weil wenn es keine Geschlechter gibt, dann gibt es auch keine Frauen mehr und auch keine Frauenrechte mehr. Deswegen sagt J.K. Rowling, die Autorin von, ich glaube, Autorin von Harry Potter, was ganz Interessantes. Sie sagt, wenn die... Interessant, dass er jetzt sagt, J.K. Rowling sagt was Interessantes, jetzt findet er die gut, weil er hat auch Videos gemacht, dass Christen Harry Potter nicht gucken sollen.
Ist ein böser Film. Aber nichts mit Trans oder so. Er sagt halt, die zaubern und nur Gott darf zaubern. Es kann doch nicht sein, dass dieser kleine Bursche da vorbeikommt und einfach zaubern kann. Spielt ja einfach Gott, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Er schwingt so ein Hölzchen und dann passiert was. Nee, das geht nicht. Was macht er als nächstes? Läuft über Wasser oder was? Bescheuert, oder? Heilt der Menschen, die im Rollstuhl sitzen? Was fällt ihm ein? Und er hat auch gerade gesagt, sogar Feministen. Und es gibt so viele Sorten Feministen. Es gibt viel zu viele Leute. Das ist ja auch... Eigentlich liegt es ja in der Natur der Sache, wenn du so eine Bewegung hast, die es weltweit gibt, mit ein paar Millionen Leuten, also dass es da jetzt nicht eine stringente Linie gibt, sondern mehrere Strömungen und mehrere Abspaltungen. Das ist ja immer so, wenn du so viele Leute dabei hast. Da muss man ja sagen, sogar Feministen. Ja, also man versucht das natürlich zu unterbinden bei einer Ideologie. Das machen ja auch, deswegen habe ich ja so einen Spaß an religiösen Menschen oder an Religionen allgemein, weil sie ja auch im Prinzip, die müssen den Laden ja beisammen halten. So. Und da darfst du halt nicht anfangen zulassen, dass die auf einmal diskutieren. Stell dir mal vor, die Religiösen, der kommt der Christ an und sagt dann so, ja, ich weiß nicht, wollen wir noch mal ein bisschen über dieses Jesus-Ding, also ich gehe 50% mit, aber 50%, das kommt mir komisch vor, das glaube ich nicht so ganz, ne? Also dieses 3 Tage in der Höhle liegen, da war der doch tot und dann kommt er da wieder raus. Ich hatte einfach übelst die Kater gehabt. Ja, so, ne? Und wenn du das aber zulassen würdest, dann hättest du nachher das Problem wie bei den Linken, dann zerstreiten die sich und dann fällt dir das auseinander. Im Grunde haben die das ja. Die Christen auch? Naja, Evangelien, Katholen, Freikirchen, Zeugen Jehovas, genau. Sind alles Christen eigentlich. Ja, gut, okay. Also im Grunde ja, aber die Gruppierungen sind noch recht groß. Ja. Wenn du das, aber du siehst ja, ne? Je mehr Spielraum du gibst, desto problematischer wird's. Aber das hast du, also auch bei Muslimen wird, denen wird ja eher nachgesagt, dass die das viel, viel ernster nehmen als die Christen. Mhm. Und auch da gibt es Schiiten, Sunniten und so weiter. Ja. Ne? Also da gibt es auch zig Untergruppen. Ach, die Menschen kriegen es gar nicht ohnehin. Sobald die anfangen zu diskutieren, müssen sich irgendwelche Gruppen abspalten. Und wenn sie dumm genug sind, dann fangen sie irgendwann an, sich zu bekriegen. Ja. Wenn die Geschlechter flüssig sind, dann hat man mal soeben die ganzen Frauen ausgelöscht. Und dafür stehe ich nicht. Mhm. Und ich muss sagen, sie hat recht. Weil wenn man logisch auf das Ganze schaut und nicht emotional, dann merkt man, dass da sehr viele Probleme in dem ganzen Konzept sind von LGBTQ. Dr. Paul McHugh... Von LGBTQ... Warte. Dass da sehr viele Probleme in dem ganzen Konzept sind von LGBTQ. Dr. Paul McHugh... LGBTQ. Okay, ich war nur verwirrt, weil er das T nach vorne gerutscht hat. Er sagt LGBTQ, aber ist doch egal. Okay. Q... von der Johns Hopkins Universität sagt, wenn da ein Problem zwischen Körper und Geist ist, man zum Beispiel Magersucht hat, bleiben wir beim Thema Magersucht, bestärkt der Arzt meistens das geistliche Gefühl nicht, sondern du musst zum Kann sein, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Und Psychologen gehen. Und der Psychologe sagt dann, dass die Gedanken, die du hast, nicht mit der Realität übereinstimmen. Der Arzt würde jetzt zu unserem magersuchten Patienten nie sagen, das stimmt, du hast recht, ich stimme dir zu, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht, du bist zu dick. Wir müssen dich dünner machen, deswegen nehmen die Tabletten hier. Das wäre schlecht. Wenn ein Problem also zwischen deinem Geist und deinem Körper ist, dann wird das normalerweise mit Psychologie oder wir Christen mit unserem Glauben behandelt. Es wird halt entweder mit Psychologie oder mit unserem, oder wir Christen machen es halt mit unserem Glauben. Behandeln wir. Wir behandeln. Ja. Psychische Störungen mit Religion. Also er denkt jetzt, er ist ein Mädchen und dann geht er aber ein bisschen Bibel lesen und dann sagt er, danke Gott, doch nicht. Also ich könnte zum Psychologen gehen, aber ich habe ja schon das Buch. Echt, das ist schon hart, der setzt sich auf eine Stufe, ne? So mit Psychologen. Also der sagt so, du kannst als Psychologe gehen oder... Das ist halt dumm, Psychologen müssen voll viele Bücher lesen, er braucht eins. Der braucht nur eins. Die müssen auch nie irgendwie, die müssen keine Fortbildungen machen. Ne? Also der ein Buch fertig. Ein Buch, zack. Das ist schon ein bisschen einfacher dran. Wir Christen haben ja unsere Religion. Ich glaube, das Schlimme ist, das glaubt er ja wirklich. Ne? Hat er uns noch erzählt von wegen, Adam und Eva muss auf jeden Fall stimmen, weil es gibt ja gar nicht so viele Gene, die durch die Gegend fliegen. Das müssen ja nur zwei sein. Jetzt sagt er, wenn man jetzt mal nicht emotional, sondern logisch auf diese Sache guckt. Okay. Geil. Also das finde ich ein starkes Statement so zum Schluss, zu sagen, also wir Christen, wir behandeln psychische Probleme mit unserem Glauben. Mhm. Und psychische Probleme sind für ihn trans sein, wahrscheinlich schwul sein,
Aber ich habe auch schon von anderen Leuten dieses Argument gehört, dass also das gefragt wurde, ob denn unbedingt die OP sein muss oder ob man auch anders quasi body positive die Leute irgendwie dazu bringen kann, dass sie ihren Körper dann doch gut finden. Ja. Aber ich kann das nicht bewerten. Ich hatte das ja noch nie. Weiß ich kann es nicht bewerten. Also letztlich, also ich wäre immer dabei zu sagen, bevor man mit Medikamenten, bevor man mit OPs einsteigt, ne, würde ich immer versuchen, erstmal anders versuchen. Immer erstmal konservativ behandeln, würde man bei Sportverletzungen sagen, ja. Oder also klar, wenn der Knochen rausragt, dann sagt man nicht so, ja, mach mal Bandage drum und so schon mal 3 Wochen, sondern dann ist klar, aber wenn es jetzt so, bevor man eben jetzt einfach sagt, ja komm, wir schnibbeln weg, wir operieren was rein, schluck mal irgendwie die Tabletten, würde ich immer sagen, erstmal versuchen, gucken, ist der Mensch irgendwie stabil aufgestellt? Hat er vielleicht irgendwelche Sorgen, Ängste, Trauma, was weiß ich? Also gerade bei so Sachen, so irreversible Geschichten, ja, einmal schnipp, schnapp, dann ist halt weg, ne? Dann kannst du ja nicht sagen, ach, scheiße. Aber man würde ja bei dicken Leuten auch sagen, erstmal vielleicht ein bisschen Salat und schwimmen gehen. Ja. Und wenn das nicht hilft, irgendwann dann vielleicht Magenband, aber du kommst halt nicht dahin und sagst, moin, ich bin dick und der Arzt sagt, okay, leg dich hin, ich schneide schon mal auf. Ne? Steht umso besser schon das Messer, ja, kein Problem. Aber ich kann halt nicht bewerten, ob es Fälle gibt, wo es wirklich nicht mehr anders geht und wo die das sonst überhaupt nicht aushalten. Ich weiß nicht, ich war bisher in so Position, ich denke, irgendwas, mir ist vielleicht nicht so perfekt, wie es sein sollte. Ich gucke erstmal und wenn ich es nicht schaffe, vielleicht ist es mir auch nicht so wichtig. Ja, guck mal, heute zum Beispiel hast du so gedacht, mein Bart ist nicht so perfekt, was hast du gemacht? Ein bisschen geschnappt, ne? Und jetzt, was siehst du? Siehst einfach perfekt aus. Ja. Ist einfach das perfekte Gesicht, Leute. Aber wenn ich den wieder länger will, dann muss ich nur ein bisschen warten, dann geht das wieder. Ja, muss ja nicht. Es gibt so Körperteile, da ist das halt nicht so. Da wartest du und die. Ja. Auf jeden Fall spannender Typ. Für meinen Kanal reicht das schon wieder. Aber der ist noch nicht fertig, der hat da noch. Okay, die 2 Sekunden geben ihm noch seine Fazit. 6 Sekunden of Fame. Weil man heilt kein mentales Problem mit einer Operation. Das Scheiße, jetzt hat er das gesagt, was. Also, aber manchmal vielleicht ja schon. Manchmal vielleicht schon, aber ich würde immer sagen, erstmal versuchen, das eine. Ne, erstmal versuchen, mit Religion das Problem zu lösen. Kennst du Gewitter im Kopf? Ficken, ja, glaube ich, ne? Ja, ja, der hat glaube ich, auch erst versucht, das so loszuwerden, dann gemerkt, geht nicht, hat einen Hirnschrittmacher jetzt. Ja, und? Hat geholfen. Ja, und jetzt macht er das nicht mehr, jetzt macht er eine Weltreise. Ach, geil. Und er meint auch, Weltreise wäre, glaube ich, vorher eine dumme Idee gewesen, wenn du in so bestimmten Ländern bist oder in einem Flugzeug und dann rufst du da irgendwie Bombe oder so, ist halt nicht so die beste Idee. Ja, ja. Und jetzt kann er das machen, ne? Jetzt kann er seine Reise machen. Ja, das freut mich doch. Ich weiß nicht, ob man den auch mit Religion hätte heilen können, aber ich glaube, die Operation war schon ganz gut. Auch der Wesley, der hat da bestimmt eine gute Methode. Wobei, ist Tourette was Mentales oder Körperliches irgendwie dazwischen, ne? Ich weiß das nicht. Naja. Ja. Deine allerletzten paar Sekunden. Das wollen aber viele Menschen. Ja. Das wollen aber viele Menschen. Zack, Pause. Da. Ja, vielen Dank für dieses sehr unterhaltsame Video mit Imp und mir. Habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ja. Daumen, Abo, mach's gut. Guck's jetzt öfter rein, bei dem war eine gute Empfehlung. Ich muss den noch ein bisschen weiter studieren, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, vielleicht doch ein Scam. Keine Ahnung. Tschüss.